Hallo, hier ist euer Robbebox 28 und wir fahren jetzt in Dubai. Checkpoint-Rennen ist die Zeit dein größter Gegner. Ziel ist es, die längstmögliche Distanz zurückzulegen, bevor die Zeit abläuft. Okay. An jedem Checkpoint erhältst du Zeit gut geschrieben. Aber achte auf ausgeschiedene Fahrer, sonst ist dein Rennen schneller vorbei, als dir lieb ist. Okay. Das wird hart. Das wird hart. Dubai. Dubai VIP ist ein traditionelles Checkpoint-Team. Zeig ein gutes Rennen, dann wirst du wieder eingeladen. Der Mercedes ist meiner. Das ist Said Nasser, der Star von Dubai VIP. Er ist nicht leicht zu beeindrucken, also musst du heute alles zeigen. Dieses Auto kommt Driftfans entgegen. Versuch das Auto in den Kurven in einen Drift zu kriegen, um das Tempo hochzuhalten. Muss neu starten hier. Weil der die ganze Zeit labert und labert. Mann, der Typ labert ab und zu. Ey Gott, verdammte Scheiße im Ernst. Nee, im Ernst, diese Strecke ist doch so ein Kack. Ey, im Ernst, diese Scheißstrecke. Das bringt dir mehr Zeit. Durch die Kollision hast du Zeit verloren. Versuch das wieder aufzuholen. Ja, ich probier's. Sei dir nicht zu schade, für eine Kurve etwas Tempo rauszunehmen. Das ist allemal besser als ein Unfall.
Ey, Gott, verdammte Scheiße, wegen was ist jetzt da wieder etwas passiert? Ich wurde trotzdem Erster. Der Sieg gegen Dubai VIP ist genau das, was wir wollten. Ja. Du hast mein Setup optimal genutzt. Danke, Mann. Ist doch gut so, wenn ich das Setup optimal nutze. Aber wir haben etwas Neues gekriegt hier. Das bis jetzt in jeder Stadt. Mit welchem Auto möchtest du antreten? Lass es mich wissen. So, mal schnell schauen. Mit diesem. Ja. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Du hast Dubai VIP dazu gebracht, dich zu weiteren Events einzuladen. Und eine weitere tolle Nachricht. Haruna Kyojin will sehen, wie du dich in einem Drift-Event schlägst. Ich mach aber noch Dubai weiter. Aber zuerst will ich mal schauen, was ich hier alles... Wir haben schon zwei Preise hier stehen. Jetzt nur die Karre anschauen. Lackierung anpassen, machen wir das mal. Thank you.
Ah, die. Ah, doch, die Filzen können wir auch. Ah, nö, schade. Schauen wir mal, was es für Filzen so gibt. Die Filgen. Nee, warte. Wir müssen andere Filgen mal aufmachen. Wo man komplett färben kann. Ne, die kann man nicht ganz färben. So. Mal schauen, was es für Filgen das gibt, wo ich mir ranmachen könnte. Nehmen wir mal die Felgen, die gefallen mir irgendwie. Man, diese Felgen sind viel zu dunkel. Schauen wir mal, was sind die Felgen, wo ich vorhin wollte. Wo sind die Felgen? Da sind sie. Farben. So.
so und dann sind wir fertig und das an allen Fahrzeugen anwenden. Ja, will ich. So, und jetzt sehen wir uns nachher gleich in der nächsten Folge von